An einem Abend, wie schon oft, treffen sich fünf Herren und eine Dame zum Ensemble ganz unterschiedlicher Herkunft und dennoch gemeinsamer Ambition. Gemeinsam ist ihnen erstmal, dass alle sechs schon lange im Ruhrpott leben und arbeiten und das im Kollektiv. Im Kollektiv für und wieder die Kunst. Sie musizieren und zitieren gemeinsam, sich selbst und andere. Sie machen eine Oper voll von Improvisation, die Eroberung des Schönen. Ja. Da ist die im alten Jugoslawien geborene Anna Fechter, Schauspielerin und Sozialarbeiterin für Flüchtlinge und deren Kinder. Sie kocht wunderbar. Da ist Robert Bossart aus der Schweiz, längst an der Ruhr verwurzelt als Soziologe, freier Schriftsteller und Maler. Ja, aber muss ja sein. Robert auch schon da. Oh, das geht schon. Hallo. 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 Robert. Hey. Oh je. Oh nee. Das ist... Oh, jetzt muss ich sehen, dass Friedhelm ich... Friedhelm, schlafen wir? Ja, bitte. Sehr schnell mein Instrument auf. Ah. Aber ein Kaffee vielleicht. Beim Transport geht schon mal was. Da ist Reinhard Schnell, ein Mehrfachkünstler wie sein Vater Robert Wolfgang Schnell. Er malt, macht Filme, schreibt und dichtet sogar. Und ist Polsterer und Restaurator in seiner eigenen Werkstatt ein paar Häuser weiter von hier. Da ist Theo Jörgensmann mit seiner Klarinette. Ein Profi im Free Jazz. Es lebe die freie Improvisation. Da ist Friedhelm Schroten, Ingenieur und Stadtplaner und frei arbeitender Schriftsteller. Hör mal, wo du immer deinen Schnappes kaufst. Wenn dir das nicht schmeckt, bist du selbst schuld. Brotbrote so Tuch lassen, ja, ja, ist besser, ne? Denkst du immer, so ein Kleiner ist, dass du ein Blättchen nicht schuld. Ich erstmal einen Kaffee, ja? Also das kann mir auf keinen Fall vorwerfen, dass ich ein Blättchen spare. Theo, möchtest du einen Kaffee? Trinkst du einen Kaffee? Kein Kaffee, bitte. Kein? Lieber einen Schluck Wasser. So. Und Kaffee würde ich trinken. Ja, 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 ja. Robert, nimmst du das bitte jedes Mal, wenn so das konspirative Feeling wieder aufkommt. Dann abgeschlossenen Raum. Und da ist Gastgeber Peter Thoms, ein Maler, der davon leben kann und wie alle im Ensemble ein fröhlicher Provokateur. Hier in seinem Atelier unterm Dach in Mülheim an der Ruhr. Ja, ja, du bist eben gierig. Ja, zum Wohl. Peter, zum Wohl. Wenn du ein Essen gibst, lade nicht nur die Satten ein, denn Obdachlose könnten viel hungriger sein. Gib ihnen zu trinken und zu essen, sie werden es dir nie vergessen, denn wenn die Gerechten auferstehen, wird man dich bei ihnen sehen. Denn wenn die Gerechten auferstehen, wird man dich bei ihnen sehen. Schön. Mahlzeit. Ich als kleiner Wicht hab ein Lied gesungen aus Splitter der Erinnerungen, ein Blinder, der über Farben spricht. Wer will nicht seinen Ursprung kennen? Mein Vater meinte, du bist ein Ergebnis einer vergnügten Minute. Seine Erinnerungen an seine Geilheit ließ mich über die Welt staunen. Freudenklauer liegt auf Lauer, an der Mauer ein Schatten huscht vorbei. Ein kurzer Schatten nur, die Zeit im Haus von Franz Marc. Ich als kleiner Wicht habe ein Lied gesungen. Sie lebt durch ein kleines Bild aus Splitter der Erinnerung. Winterlicher Ruhe, ein Reh im Park. Mutter hatte es. Sie überlebten ihre Zeit im Schatten gemalt. Aber in mir ist ein zweites Bild. Es ist tief vergraben. Ein Kind ohne Gestalt und Sprache. Es gehört zu unserem Philosophen. Mutter sprach. Man geheimnisvoll Utopie zu offenbaren, sondern ausschließlich vom Glück der gemeinsamen Arbeitszeit zu schwärmen. Auf Mostgarten an Mark. Aber über meinen totgeborenen Bruder sprachen sie nicht. Gedanken springen ohne erkennbaren Grund. Ein Schatten huscht vorbei. Toten Maler Franz Mark
Gedanken entspringen einem... Ein Kind Sie ohne Gestalt ihre Zeit in prächtigen Farben auf Bildern bringen. In Briefen auf dem Feld hast du an sie gedacht, deine Reh im Park. Von Paul Klee auf Gastgartenmann mag. In Frankreich wurde aber über meinen totgeborenen Bruder sprachen sie nicht. Toll beschäftigt. Als den Mund voll. Du fühlst dich als Deutscher tief erschrocken, ein guter Soldat drei. Zu sein. Es geht einzig darum, in der Stimmung zu bleiben und nicht um die Objektivität. In deinem Haus wohnen meine Eltern, wir ahnten die Schrecken also des Faschismus. Heimatlos zu Hause, unerwünscht in der Fremde, immer gegenwärtig das Unbekannte. In Den Haag musste uns seine Familie aufnehmen, weil Vater im besetzten Land Opern inszenierte. Ja, das sind Mutter die Texte, die man lesen kann. Den Okkupanten mit dem Geruch von Leichen knallten mit ihren Stiefeln durch die Straßen. Ja, unser Haus war ein Haus mit gedämpften Höhen gedämpft. Jeder kann sich aus unseren Sprüchen seinen Reim machen. Abgedunkten Raum legten Menschen wie ohne Öffentlichkeit. Der Sohn der holländischen Tiere Verfolger überzogen der Landkopf. Der Vogel kreist in den Lüften. Ein Modell einer Kogge zu bauen. Umweht wurde nie von Gestank und Düften. Denn eines Tages war er unüber über der Straße. Muss dir meine Vorbild sein. Der Sohn der holländischen Hausbesitzer streichelte meinen Kopf. Dabei versprach er mir, ein Modell einer Kogge zu bauen. Es wurde nie fertig, denn eines Tages waren die Verfolgten verschwunden. Und sie erzählten mir Geschichten, geboren aus dem Märchen. Der Glaube ans Wirtschaftswunder triumphierte. Der Sohn der holländischen Hausbesitzer. Wenn die Sonne und Capri im Meer versanken die Erinnerung in ein Meer. Mehr seliger Wünsche. Wir mussten Holland verlassen. Ich kenne was vom Theater. Der Nazi-Schleimer. Ich weiß, es gibt Texte, die nicht fürs Theater sind. Waren, hatte meine Mutter mir erzählt, dass sie Piet ermordet haben. Ja, das ist die autonome Anspruchsformel. Die sollte eigentlich an jede Wand eines Gymnasiums gesprüht werden, würde ich sagen. Ich tanze auf vergrabene Schädel, ein als Rock Lösung für die wahre Relation. Getragen von dem lachenden Modell. Habt ihr von Potenz gesprochen? Siehe, ja. Reise. Und wer gibt das Geld was für die Reinigung? Nach 1945. Der Glaube an Wirtschaftswunder triumphierte. Ist nicht wenn so die wichtig. Sonne von Capri im Meer versank, sanken die Erinnerungen in ein Meer seliger Wünsche. Trümmer des Weltkrieges verschwanden, Kinos dampften vom Schweiß der Besucher. 1954 der Film Canalis. Er sollte deutsche Soldaten rehabilitieren. Sein Regisseur hatte für die Nazis Jung Adler gedreht. Hehl aus unserem Glück. Kein Blick zurück. Unser Logo er geht voran, ist hofft auf eine Idealisierung der Flaschen. Der Weg wird breit, schwer zwei gekreuzte Flaschen, die auslaufen mit dem, Schein des Flaschengeistes in der über den Flaschenenden. Als nicht ein eine bedrückende Last. Ich liebe die Bühne. Zeig das mal, ja. Aber Vater und Freunde gründeten du ein auch? Theater. Ich kenne was von er ja? öffnete ich. Es. Ich im Saal des Buschstahlwerkes mitten an. Der Dichter ist kein Lehrer der Moral, schrieb Georg Büchner an seine Familie. Vater hatte diesen Satz mit einem Bleistift unterschrieben. Der Rhythmus, der macht dich so an. Jetzt könnte der doch den French er und seine Mitstreiter und Düften ah, nein, den konnten keine Väter einer unschuldigen Geburt sein. French kann zum Deutschen kann. Im Wandel der Zeit rasen Gedanken mit, doch zögernd wird der Schritt, sind sie von Fesseln befreit. Ich liebe die Bühne, ein Ort des Handelns, in meinem Kopf taumeln Hand in Hand, Traumbilder und Wirklichkeit. Vater, beobachte mich. Drei. Eines Tages war er lange dem Standbein von dem lachenden Mädchen. Unser Land hat heute keine Untergrund von denen seine Verantwortung bündige Entschlüsse fordern können und weise Lehre verzeihen. Weil wir mit dem Standbein feststehen im Untergrund, das auseinander soll, zeigt der Einsatz des Spielbeins hohe Kultur. Damit das Verbindende seine Laute ruhig wachsen.
Ich merkte, es gibt Texte, die nicht fürs Theater sind. Also, Hermann Stammer des Weltkrieges verschwand. Aus dem linken eine utopische Szene voller Schrecken, die Bombe auf Hiroshima. Auge war leer. Sie wird schlafen, nicht wecken. Zu fern, nicht spürbar nah und doch Bilder ihrer Wirklichkeit haben keine Grenzen. Ein Ort des Handelns ohne Zeit. In meinem Kopf tauchen Hand in Hand Traumbilder und Wirklichkeit. Vater berichtete mir, eines Tages war ein langes Gedicht an meinem Bett. Improvisation. Also man kann die 10 Gebote anwenden. Die gesamte Immergültigkeit in der Improvisation. Also quasi die Improvisation ist moralisch in Ordnung. Also ja, sag doch mal ein Gebot, ein zehntes Gebot. Du sollst nicht töten. Ja, siehst du, das ist genau das Prinzip der Improvisation. Ja. Wir gehen so miteinander um, dass du sollst nicht ehebrechen. Ja, zum Beispiel. Ja. Erlebnisse und Verfolgung. In mir war Neid. Ach, könnte ich meine Herkunft auch so klar ordnen. Ich habe mir einfach den Film Herr der Sieben Meere angesehen. Der Dichter ist kein Lehrer der Moral, schrieb Georg Büchner an seine Familie. Der Autonome ist ein heruntergekommenes Subjekt. Das kann ich unterstreichen. Wünschen. Vater hatte diesen Satz mit einem dicken Bleistift unterstrichen. Deshalb das in der Regentonne. Ein Schrei der Nacht verschluckt die Stille. Der Dunst des Morgens weicht der Sonne. Ich kenne was vom Theater. Ich möchte der schönen Blumen schenken an einem versteckten Ort zur Morgenröte. Aber wie soll ich meine Schritte lenken, wenn ich Schwäche nicht mit der Liebe töte? Schlafende nicht wecken. Zu fern. Nicht spürbar. Ein schwaches Licht war der Raum getaucht. Bilder ihrer Wirklichkeit haben keine Grenzen. Sie sind ohne Zeit. Menschen ohne Konturen. Hermann stand vor mir. Laute Musik umnebelt Gedanken. Hermann stand vor mir. Das hübsche Mädchen mit dem dampfenden Lächeln. Damit sie ihre Liebe nicht an Illusionen vergeuden, sondern an die Wirklichkeit verschleudern. Sie blieb wortlos. Ein kaltes Schweigen. Die Erfolglosigkeit des Bemühens wurde zu einer Mauer der Ratlosigkeit. Nicht um die Beschönigung des Bestehenden, sondern um die Schönheit des Wachsens. Die Erfolglosigkeit des Bemühens wurde zu einer Mauer der Ratlosigkeit. Ich kannte hinaus in den Ring. Doof, mit bunten Gefieder und der Hahn im Hoch. Frau war eine Taubstumme. Aufrecht, bieder, schlau und doof, mit bunten Gefieder der Hahn im Hoch. Der Schrank der Eltern hatte ich das Buch Herrn Eugen Gürings Umwelt. Wir wirken so befreiend, weil wir so wenig überzeugend sind. Nahm es mir ab. Unterstrich, das gab es mir zurück. Sofort suche ich das unterstrichen. Wenn ich eine Schuhbürste unter die Einheit der Säugetiere zusammenfasse, so bekommt sie damit noch lange keine Milchbrühe. Ich war verwirrt. Vergessen alle Schande, im Taumel neuer Schuhe, zerreißt die alte Bande. Es ging um den Versuch der EG, die Milchdrüsen. Vergessen alle Schande, im Taumel neuer Schuld, zerreißt die alte Bande. Sollte mal der Reinhard nehmen. Verwöhnt im Glauben, der Hahn im Hühnerhof zu sein, dazu Großvater. Wenn er mir Mut machen wollte, sagt er, der Glaube versetzt Berge. Ich glaubte ihm, denn sein seine Worte waren Ausdruck seiner Vorstellung von Sinn der Tiefgründigkeit, des Tiefsinnigen. Und andere schöpferischer Kräfte, wie aber jetzt, 1, 2, 3, es wird uns nie jemand zugute halten, wenn wir besonders tüchtig waren. Aus der Unvergänglichkeit der Kunst und anderer Schöpfer. Wir gehen davon aus, dass die gesamte Freiheit immer noch Sinn macht. Laut singt der Männerchor, hinterm Busch weint ein Knabe, aufgeschreckter schwarzer Rahmen, aus der Schönheit schleicht die Fratze vor. Die zerstörte Stadt laut an ihm vorbei. Singt der Männerchor. Ich liebe die Bühne. Warum siehst du nicht die stumpfe Ruhe der Nacht, prächtige Fantasie wachsen lässt und ein munteres Männlein lacht über das nicht gelungene Fest? Meine Eltern feierten sich für den reichen sorgte für das Essen, oder wie Vater der Schöne und das Biest. Wenn er sich ans Klavier setzte und dazu erregend sang, war die Stimmung auf den Höhepunkt.
Ich war verwirrt und dachte über den pädagogischen Zeigefinger nach. Wohin zeigt er? Wurde dabei fast immer vergessen von meiner alle Schande, entdeckt. Im Taumel neue Schuld, zerreißt die alte Bande. Verhinderte das mit der Bemerkung, fröhliche Menschen vertreibt man nicht. An diese Begebenheiten dachte ich, als ich Vaters Bild fröhlicher Mann nicht gern gesehen sah. Hinter drei Gestalten, die wie Mumien aussehen, fliegt weiter grüßend eine männliche Gestalt vorbei. Fliegt vorbei der fröhliche Mann, grüßt stumme, bleiche Gestalten. Erstarrt halten sie den Atem an, können den Fröhlichen nicht halten. Sein Gruß leicht, heiter, frei, vertreibt nicht die stumme, bleiche. Erinnert der Chor an eine Weiterentwicklung an eine Weiterentwicklung von Max und Moritz. Wir nicht seinen Wegebewohner erledigen. Ich kenne was vom Theater. Dem Pfarrer wurde der Kopf abgetrennt. Embryo aus dem Mutterleib geschnitten. Ja, wie wenige Bewohner Soldaten waren ins Dorf eingefallen. Hemmungslos mordeten sie. Dem Pfarrer wurde der Kopf abgetrennt. Ein Embryo aus dem Mutterleib geschnitten. In Weiterentwicklung der engagierten kollektiven Selbstverwaltung sind wir glückliche an und für sich. Das ist zu viel der Provokation. Aber das ist zu viel, diese Provokation. Das stimmt. Das ist keine Provokation, das ist ja sowas, das war keine Utopie, aber es ist ein Entwurf. Die weit über die Stirn reichten. Was soll jetzt Anna und ich wir uns im Kollektiv verkrampfen? Wieder zu Hause zeichnete Peter aus der Erinnerung Frauen des Dorfes. Die Zeichnungen hatten mehr mit der Wirklichkeit zu tun als der Augenblick des Erlebens. Ich glaube, unsere Kollegen Ängste brechen aus, professionelle Herausforderung, die kommen aus der nicht Tiefe, ernst. Die Katze jagt die Maus, der Boden bringt Briefe. Wir setzen uns als ein. Zum Sherman Hill. Ich kenne das so gerne. Aber mich macht das erschüttert, frei. Erschüttert war der reaktionäre Fortschrittsglaube.